Alter, ich muss das Radio ausschalten. Was machen wir jetzt? Fahren Sie fort, das hatten wir doch auch schon mal. Oh nein, nicht die Mission. Mafrikas. Wobei ich echt überlege, ob ich hier nicht den Dings nehme. Ach komm, mein Centauro ist getunt, ich fahre mit meinem Centauro. Die Strecke kenne ich ja. Adder hat ein bisschen mehr Topspeed. Wenn du hier sauber durch die Kurve kommst, bist du im Adder bevorteilt. Oh, diesmal haben wir Kontakt an, finde ich gut. Dann ruckelt das jetzt wieder. Oh, krass. Was? Hast du Checkpoint verpasst? Wieso hat ein Level 1 Arsch vorne? Und wieso rammt er mich hinweg, der blöde Arsch? Achso, ja. Bin ich ja wieder super fair von den Jungs, dass die einen direkt wieder wegkriegen. Ah! Wie kann der sich denn hier überschlagen in der normalen Kurve, ey? Stoff, Junge, den kriegst du da vorne. Da brauchst du gar nicht dran, nur den einen Kurven musst du ein bisschen vom Gas. Ach man, nicht am Ende der gerade Ram, du blöder Vollaffe, ey! Was sollen die Scheiße? Toll, nur eine Runde. Das sind so Wichser, Alter. Du kannst nicht mal ein Rennen normal fahren, ohne dass sie dich rammen, ey. Solche Arschgeigen. Dritter. Wow. 1 Minute 37. Das hat sich ja gelohnt. 990 Dollar, 285 EP. Moin. Ja, das Rennen ist gut. Nö. So, mal schauen. Das Rennen bin ich ja mittlerweile schon zum vierten Mal gefahren, glaube ich. Was machen wir denn jetzt? Ah, feucht, feucht bis trocken. Feucht bis trocken, super. Da haben wir es doch. Die Strecke ist anspruchsvoll, aber wir kennen die Tricks mittlerweile, wo die scharfen Stellen sind. Lass mal Motorrad. Oh. Nee. Mit dem Motorrad. Da kannst du voll durchziehen. Man macht wahrscheinlich wieder Supersportwagen oder so. Wer ist Host? I upload. Radiosender aus. Spieler einladen. Auch hier mit dem Centauro finde ich doch gar nicht so schlecht. Reaper Lol. Tipi, 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 tip. Der soll den 102er mal rausschmeißen. Blockiert? Ja, warum steht er blockiert? Bestätigen, fortfahren. 100 Dollar auf mich und auf... 200 Dollar auf das da. Bereit zum Spielen. Ich muss mir auch mal endlich neue Klamotten besorgen, glaube ich.
Ja. Alter, geht das direkt am Start schon los mit diesem Wichser, Alter? Du musst einen direkt wegficken, ne? Wow! Warum ruckelt denn das jetzt? Ja, nicht mehr lange. Es ruckelt. Ich lass dir Platz. Sauber. Nein, es ruckelt so extrem bei mir. Was ist das für eine Scheiße? Kann ich anständig fahren? Pass auf, dass die scharfe Kurve rechts. Da fährt schon wieder ein Auto. Ah, einer ist an mir vorbei. Rammt der mich in den Gegenverkehr? Na, da fährt er jetzt wieder. Hauptsache, der fährt in den Gegenverkehr rein und fährt einfach weiter. Das Auto liegt bei mir auf der Straße, weißt du? Alter, was sind das für... Jetzt lieg ich am Dach und kann mich nicht umdrehen, weil ich am Zaun hängen bleibe. Boah, was für... Gewinn das Ding bitte. Alter, du gehst vom Gas, um die Kurve zu kriegen, rammen die dich voll von hinten und schubsen dich nochmal schneller um die Kurve. Was für ein Penner, Alter. Naja, das sind ja drei Runden von da. Ne, keine Ahnung, wie viele Runden eigentlich durch auf sich. War das mit eigenen Fahrzeugen oder mit speziellen eigenen Fahrzeugen? Achso. Ja. Sag ich doch. Sag ich doch, das ist ein Arschlöcher alles. Du kannst hier nicht anständig fahren. Fünf Runden? Ernsthaft? Wer hat denn hier fünf Runden eingestellt? Sind die bescheuert? Ernsthaft, 5 Runden. Ja, ist klar. Gerade bei der Strecke 5 Runden. Dauert ja 12 Minuten. 3 Runden haben wir 9 Minuten gebraucht, ne? Ja, Viertelstunde. Aber ist schon wieder einer ausgestiegen, das heißt, wenn wir Glück haben und das durchziehen, steigen noch drei aus, dann bleiben wir die letzten beiden fahren. Oh nein, da habe ich gerade wieder einen gesehen, da kommt wieder Gegenverkehr. Die Straßen sind auch viel zu schmal hier für zwei Autos. Ja. Ja, die sind nie fair, die Arschlöcher. Das geht mir auch voll auf den Keks.
ist halt das Problem. Hier gibt es keine Rennleitung wie bei uns. Ich sag ja, wenn das aus Versehen passiert, dann sehe ich das ja ein. Das ist mir auch schon zwei, dreimal passiert, aber... aber die machen das ja hier wirklich richtig absichtlich. Du siehst, wie sie neben dich fahren und dann genau an deinem Arsch einfach mal rüberziehen, sodass du wirklich genau den Arsch wegdrückst. Die brettern dann mit Vollspeed weiter und du drehst dich erstmal. Du bist auf Null und dann darfst du erstmal, hast du wieder 10 Sekunden Rückstand, bis du wieder auf den Speed bist. Weil ich bin jetzt Vierter? Wieso bin ich Vierter? Wo ist der Fünfte? Ach, das ist der Dritte. Cool. Wow, da ist einer abgebogen und der hat den Dritten weggeknirrt. Oh, und ich glaube, ich sehe den Zweiten. Bist du eins oder zwei? Jetzt ist mir einer quer vor die Karre gefahren. Scheiße. Warum warst du das da vorne? Ja. Oh nein! Ich könnte auch viel besser fahren, wenn das nicht so ruckeln würde. Warum ruckelt das jetzt hier? Echt? Ich hab die Grafik runtergestellt, da musste laufen wie Hunde. Das lief vorher mit maximalen Details. Ist das nur, weil es jetzt dunkel ist? Jetzt kommt es immer mehr. Ich habe auch keine FPS-Anzeige mehr. Ich hatte immer eine FPS-Anzeige im Spiel. Ach, das war doch. Das war wegen dem GeForce Experience. Das habe ich ja rausgeschmissen, weil das immer abgestürzt ist. Also seitdem ist das Spiel auch nicht mehr abgestürzt. Gut, ich habe mehrere Sachen gemacht. Grafik runtergestellt und den GeForce-Scheißdreck runtergeworfen. Ja, außer Autostart raus. Ohne Treiber kannst du nicht mehr zocken, Grafiktreiber nur. Aber ich habe das GeForce Experience. Ja, Shadowplay habe ich ja eh nicht genutzt. Fuck! Wieder Vierter, weil ich den Leitplanken gefahren bin, weil es geruckelt hat, das ist zum Gegner. Kannst dich steuern, ne? Schade. Das Rennen würde ich gerne nochmal fahren, auch mit mehreren Runden, wenn das flüssig läuft. Oh, wow, wow. Komm, den dritten krieg ich aber wenigstens mal. Wie viele Runden haben wir noch? Noch zwei, ne? Oh, bis wir erster sauber. Nee, geht ja nicht. Runde 4 von 5, tatsächlich, nach 2 Runden. Nein, 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 nein. So, der Dritte hat sich abgelegt. Sauber, jetzt bin ich wieder Dritter. Oh, fuck. Warum drehst du dich? Ich bin vor dir. Kenn ich. Mal gucken, ob wir den ersten... Ja, der Erste hat sich aufs Dach gelegt! Ich bin Erster! Mal gucken. Uah, Seitenverkehr. So, wir sind wieder ganz dicht beisammen, allesamt, ne? 1 bis 4. Scheiße, das ist so eng, ne?
Nein, da ist ein Auto. Ey, fick dich. Oh. Okay. Jetzt habe ich ihn aber voll gegen die Laterne gefickt. Naja, er wollte mich rammen. Ich hab gegengehalten. So. Was ist da dran? Hier ist die scharfe Kurve, Vorsicht. Ja. Wow. Das ist auch eine ganze Runde, ne? Oh, habe ich jetzt echt so einen Abstand? Haben die sich so oft weggekloppt da hinten? Oder ist das nur, weil das hier das schnelle Stück ist? Ja, das Problem ist, dass meine Karre, weil ich die Upgrades noch nicht hatte, muss ich jetzt unbedingt machen, habe ich noch kein Motor-Upgrade. Das heißt, ich fahre eigentlich mit dem Centorno und das Einzige, was getuned ist, ist das Optische. Der Centorno ist eigentlich noch Standard. Ich habe nur einen Spoiler hinten drauf und... Weil mit Level 29 kriegst du das Motor-Upgrade. Das habe ich, glaube ich, jetzt nur in dem komischen Pickup, den ich getuned habe gestern drin. Das kostet direkt mal 30.000. Ich finde ja so affig, dass die Neonbeleuchtung 30.000 kostet. Nur um so ein paar blöde Lampen unter das Auto zu klatschen. So, Runde 5 von 5. Ich habe ein kleines Stück Vorsprung. So, jetzt bremsen. Hier rum, sauber. Durch die Senke ohne auszubrechen, wunderbar. Dann da hinten die scharfe Kurve nochmal meistern, ohne dass der Typ mir vor die Karre fährt. Bleib stehen an der roten Ampel, super, okay. Puh, gleich die scharfe Kurve da oben noch. Boah, bergauf merkst du richtig, dass der Centorno keine Power hat, ne? Obwohl er eigentlich so viel PS hat, das ist auch hier die scharfe Ecke. Ohne Gegenverkehr und Querverkehr, oh. Nein, da kommt wieder ein Außerseiter. Arschloch! Ah. Was machst du da? Boah, ich bremse lieber, als dass ich den Leuten reinfahre. Ja, ja, ja. Ich bremse auch lieber, als dass ich den Leuten reinfahre. Verliere ich lieber eine halbe Sekunde und Speed, als mich am Dach wieder zu finden. Ah, $100. 200 auf den 102er. So, die scharfe Kurve, sauber gekriegt. Okay, jetzt muss ich es eigentlich schaffen. Es darf eigentlich nichts mehr passieren. Du bist Zweiter. Dass ich jetzt offline bin und das nicht zählt. Mein Auto gibt kein Gas mehr. Mein Auto gibt kein Gas mehr. Ich merke das, mein Auto gibt kein Gas mehr. Sprit ist alle. Drück ich doch! Nein! Jetzt kommt er. Überhol übers Gras lieber als durch den Gegenverkehr, ohne Scheiße. Oh nein! Bleib stehen auf deiner Spur, du kleiner Hoden! Da ist das Ziel, da ist das Ziel, da ist das Ziel, da ist das Ziel! Yeah! Das war doch mal ein verdienter Sieg, oder? Von ganz hinten wieder aufgeholt. Oh, der sieht aber auch stylisch aus hier in Schwarz-Rot. Wem gehört der denn? Boah, guck mal, Auszeichnung. Eine Klasse für sich. Crew Rang 25. Auszeichnung Abzocker.
Wow. Ein verdienter, schöner Sieg. Und der sieht auch geil aus. Hat so ein bisschen was vom A-Team, so schwarz-rot, ne? Der A-Team. Ist das Eier? Ja, genau. Boah, der ist letzter, der war die ganze Zeit erster. Ja, so kann das gehen. Aber 5 Runden waren dann für mich jetzt genau richtig, ne? Wobei 4 Runden hätten auch gereicht. Da war ich auch, glaube ich, erster. Yeah, du bist erster! 14 Minuten 25, geil. Ich sage euch, Jungs, das ist das beste Rennen. Feucht bis trocken, geil. 15.000 und 2.300 EP. Sie sind 29, ich brauche noch ein bisschen. Bam, Sieger. Wettgewinn, $420. Bam. Ja, super. Dann kann ich diese Folge super beenden. Das gefällt mir natürlich. Danke fürs Zuschauen, bis bald.